Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde meinem kleinen Kanal sehr, sehr helfen. Mich würde es total freuen und dafür bekommt ihr auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute möchte ich euch mal wieder die Produkte zeigen, die ich aufgebraucht habe. Das sind einige, wenn ich so neben mich schaue, die in den vergangenen Tagen, Wochen oder auch Monaten, je nachdem wie lange ich sie so verwendet und getestet habe, Und ich möchte euch natürlich berichten, haben mir diese Produkte gefallen? Würde ich sie mir nachkaufen oder vielleicht auch eher nicht? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Produkte? Das möchte ich euch berichten und dann legen wir auch gleich mal los. Einmal ist leer geworden von Gard ein Haarspray. Und zwar das mit weißem Mohn. Ich habe jetzt mich durch alle Gard Haarsprays die mit den weißen Verpackungen mal durchprobiert und ich muss sagen, das mit dem grünen, also ich glaube mit Bambus ist das, gefällt mir am allermeisten. Das hier fand ich auch nicht schlecht, allerdings fand ich es irgendwie ein Ticken zu stark. Also irgendwie hat das die Haare wirklich bombenfest geklebt, nenne ich es mal, und hat auch ein bisschen geglänzt, also ist sie auch mit Glanz drauf, aber irgendwie fand ich, sahen die Haare insgesamt damit ein bisschen zu unnatürlich aus. Also damit mit Bambus, mit dem Grünen, die Haare schwingen immer noch weiter und sehen total natürlich aus und haben halt einfach nur mehr Halt. Und hier war mir das wirklich schon ein Ticken zu stark. Aber wenn ihr wirklich so richtig mega starken Halt braucht für irgendeine Frisur, die ihr so richtig betonfest auf eurem Kopf festmachen wollt, dann ist das wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Wahl. Mir hat es insgesamt zwar schon gefallen, aber wie gesagt, das mit Bambus ist mein absoluter Favorit. Mein Favorit, was Deos angeht, ist das Rexona Deo Spray Active Pink. Das ist auch mal wieder leer geworden. Also es wird bei mir halt einfach regelmäßig leer, weil ich es jeden Tag verwende. Ist mein Lieblingsdeo, also schützt super gut, riecht total angenehm und ist halt einfach ein super solides Deo, das tut, was es soll, deswegen mal wieder leer geworden. Wird euch in den nächsten aufgebrauchten Videos garantiert auch immer wieder über den Weg laufen, weil, wie gesagt, ist mein Lieblingsdeo. Mein Lieblingsraumduft für das Badezimmer, was rede ich dann da? Ich war schon im Wohnzimmer, habe ich ein ganz anderes Raumduft, ja, Deutsch müsste man können. Einen ganz anderen Raumduft auf jeden Fall. Im Bad verwende ich von Dumol, also von der Eigenmarke von Rossmann, Fresh Ocean. Das gefällt mir wirklich super gut. Ich habe halt auch schon mal den irgendwas mit Fresh Ocean oder irgendwas in dem Bereich von DM ausprobiert, hat mir gut gefallen, aber der hier gefällt mir sehr, sehr gut. Also der riecht halt einfach so richtig angenehm frisch, immer wenn ich ins Bad komme und man hat so einen leichten Hauch von diesem Duft in der Luft, das gefällt mir wirklich super, super gut. Ich habe irgendwie ja sowieso diese Assoziation, dass in meinem Bad irgendwie alles mit Blau und Ocean und irgendwie so sein soll, deswegen passt dieser Raumduft dort perfekt hin und ich mag den Geruch total gerne, deswegen habe ich ihn mal wieder nachgekauft, aufgebraucht und der nächste steht auch schon wieder im Bad. Ein weiteres Produkt von einer Rossmann Eigenmarke ist die Handseife von Isana, die Creamy Orange. Die hat mir mega gut gefallen. Also ich mag sowieso Orangenduft total gerne und deswegen war das natürlich eine sehr, sehr gute Wahl für mich. Ich glaube, ich habe auch noch eine Packung bei mir als Backup. Das war auch eine Limited Edition und kann ich natürlich auch nicht mehr nachkaufen. Aber einfach, weil mir der Duft so gut gefallen hat, habe ich mir direkt 2 oder 3 gekauft und jetzt eine Packung leer geworden. Hat mir super gut gefallen. Also ganz, ganz tolle Handseife, schöner Duft und macht natürlich dann auch die Hände sauber, schön cremig, also die Hände fühlen sich danach toll gepflegt an, also ich wüsste nichts Negatives über diese Handseife zu sagen. Nichts Negatives kann ich auch über das Fixierspray Clockblock von Gatobi sagen, außer vielleicht, dass es ständig ausverkauft ist, weil es einfach so toll ist, dass wahrscheinlich auch viele andere Leute es schon bemerkt haben, wie gut das ist und es in rauen Mengen nachkaufen. Ich liebe dieses Fixing Spray, das ist so gut. Also es hat einen ultra feinen Sprühnebel, es legt sich auf die Haut, trocknet praktisch sofort und fixiert euer Make-up bombenfest den ganzen Tag. Ich feiere dieses Fixierspray so hart. Also es ist, ich würde sagen, ein Dupe zu dem Fixing Spray von Morphe. Das hatte ich mal ausprobiert und war auch mega begeistert, weil es einfach diesen ultra feinen Sprühnebel hat und das Make-up auch super festhält. Das wollte ich mir dann nachkaufen, war mir aber irgendwie ein bisschen zu teuer und deswegen hatte ich nach einer günstigeren Alternative geguckt und damit gefunden. Und das ist so gut. Also damit hat Gatobi wirklich ein absolutes Mega-Hammer-Produkt auf den Markt gebracht. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr das irgendwo seht, nehmt es mal mit. Ihr werdet begeistert sein. Also das kann ich euch absolut versprechen.
ziemlich begeistert bin ich auch beim Abschminken von dem Augen-Make-up-Entferner von Balea. Also der DM-Eigenmarke kostet 99 Cent, ist also auch super günstig für 100 Milliliter. Also entfernt wirklich Augen-Make-up super zuverlässig, also kein Reiben und Wischen und so weiter. Einfach davon ein bisschen auf ein Wattepad oder halt so ein Mikrofaser-Abschminktüchlein. Dann einmal über die Augen rüberwischen und wirklich das, der ganze Lidschatten oder auch eben Mascara wird damit sofort entfernt. Gefällt mir so gut, brennt auch nicht in den Augen. Mega tolles Produkt, zuverlässig, tut alles, was es soll und ist auch noch günstig und ich glaube auch noch vegan. Also was will man denn bitte mehr? Nicht ganz so begeistert war ich von dem Produkt hier, auch von Balea, das Creme Peeling. Ich habe ja lange Zeit praktisch das Vorgängerprodukt, das war so eine orange Verpackung mit irgendwie Pfirsichkernöl oder sowas, habe ich lange Zeit verwendet und sehr geliebt. Dann gab es das plötzlich nicht mehr, das mit dem Pfirsichkernöl. Aber dann kam das hier wahrscheinlich als Nachfolgeprodukt mit Mandelöl auf den Markt. Da habe ich mir gedacht, naja, das wird ja wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein, nur mit jetzt einem anderen Öl irgendwie als Inhaltsstoff. Aber das holt mich nicht mehr so ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist schon ein passables Peeling, aber irgendwie kickt mich das nicht mehr so. Also, weiß ich nicht, das Vorgängerprodukt fand ich besser. Deswegen, ich habe es jetzt leer gemacht, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal nachkaufen. Also, das war ein bisschen enttäuschend. Also, wenn ihr das Vorgängerprodukt auch so gefeiert habt wie ich, weiß ich nicht, ob euch das jetzt mit Mandelöl auch so begeistert. Also, kennt ihr die beiden Produkte? Habt ihr die schon mal ausprobiert und gegeneinander abgewogen? Wie ist da euer Eindruck? Also bin das nur ich, die das irgendwie nicht mehr ganz so feiert? Oder geht es euch auch so, dass ihr sagt, so, hey, das das vorherige, das war irgendwie besser? Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass es irgendwie nicht mehr so toll peelt wie das Produkt davor. Finde ich super schade, weil ich habe das Vorgängerprodukt, ich habe das bestimmt 20 Mal gekauft oder so und habe das auch meiner Family empfohlen und mein Papa mag das auch total gerne. Also mein Papa ist eigentlich so, was Kosmetikprodukte angeht, gar nicht so. Ich meine, der rasiert sich, macht sich irgendwie Aftershave drauf und irgendwie vielleicht mal eine Creme, wenn irgendwo was schuppig ist und so weiter. Aber ansonsten ist der halt da nicht so drin in dem Game. Und dann habe ich ihm das mal gezeigt und dann war der mega begeistert davon und hat das dann auch verwendet. Und jetzt ist das natürlich ärgerlich, wenn ich meinem Papa ein Produkt empfohlen habe, das er total gut findet und jetzt kann man es nicht mehr nachkaufen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Mist. Naja, ich habe auf jeden Fall noch ein Peeling leer gemacht, das ich euch natürlich auch zeigen werde. Und das liebe ich so hart. Das ist das Vitamin C Salzöl-Peeling von Isana aus einer Limited Edition. Das habe ich in rauen Mengen gekauft, ich glaube 10 Mal oder sowas. Ich liebe dieses Peeling, das ist so toll. Also für meine Haut ist das optimal. Die fühlt sich danach an wie neugeboren. Also super weich, total glatt und gepflegt und riecht toll. Also für mich ist das beste Körperpeeling. Ich habe danach noch, also zwischendurch immer mal wieder ein paar andere Peelings gekauft, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Limited Edition, die kann ich nicht mehr nachkaufen. Vielleicht finde ich irgendein Produkt, das gleichwertig ist. Aber tatsächlich für mich ist bisher kein weiteres Salzölpeeling oder auch Zuckerölpeeling an dieses hier rangekommen. Das ist so gut. Also ich liebe das hart und finde es wirklich schade, dass es eine Limited Edition ist, weil ich es dann halt echt nicht mehr nachkaufen kann. Dann kommen wir zu Tuchmasken, die ich leer gemacht habe. Und das ist einmal von The Beauty Depth, also einer Maskenfirma, die man bei Action bekommt. Da habe ich mir die Maske mit Grapefruit besorgt und die hat mir gut gefallen. Die hat schön fruchtig gerochen. Das Vlies war schön dünn, gut durchfeuchtet, hat gut auf der Haut gehalten. Haut hat sich danach auch wirklich schön gepflegt und frisch angefühlt. Also das ist wirklich eine absolut gute, solide Tuchmaske. Wenn ihr damit ein bisschen rumprobieren wollt, was euch gut gefällt aus diesem Bereich, also die kann ich euch empfehlen, ist auch schön günstig. Also absolut solides, gutes Produkt. Nicht ganz so begeistert war ich von dieser Tuchmaske, die habe ich auch von Action gekauft. Die hat bei mir irgendwie nicht gehalten auf dem Gesicht, die hat sich ständig abgelöst und ja, weiß ich nicht. Danach hat sich meine Haut auch nicht großartig anders angefühlt. Also ich mag das, wenn ich Tuchmasken verwende oder auch Crememasken, wenn man danach wirklich einen Unterschied spürt. Also dass man denkt so, wow, meine Haut fühlt sich wirklich richtig schön gepflegt an. Das war ein so richtiger Pflegekick, den sie gebraucht hat und das war danach so, als hätte ich mir ein feuchtes Tuch für ein paar Minuten auf die Haut gelegt. Die würde ich mir nicht unbedingt nochmal nachholen. Also die war jetzt, hat mich nicht so überzeugt. Also weiß ich nicht, kennt ihr die? Wie war euer Eindruck, falls ihr die schon mal ausprobiert habt? Bei mir war es halt wirklich, wie gesagt, einfach nur so, ja, ob ich die nun genommen habe oder nicht, hat mich nicht so abgeholt. Ein bisschen besser fand ich diese Maske, das war die Cooling Sheet Mask, auch von The Beauty Depth, auch von Action. Irgendwie habe ich nur Action-Tuchmasken ausgebraucht dieses Mal.
die war wirklich sehr, sehr angenehm kühlend. Also, die hatte ich auch vorher noch ein bisschen in den Kühlschrank gelegt, habe sie dann auf die Haut aufgelegt, habe mich dann irgendwie zurückgelegt für eine Viertelstunde, dachte so, ja, wow, irgendwie, ja, das war so ein richtig schönes, erfrischendes Maskenerlebnis. Also, die hat mir gefallen, die würde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Nochmal nachkaufen würde ich, kann ich aber nicht mehr, weil aus dem Sortiment genommen von Riva Loves Me die Augenbrauenpomade in der Farbe Blond 02. Also es gibt die noch, aber nicht in der Farbe 02. Die habe ich mir aber mehrfach gekauft, als die aus dem Sortiment gegangen ist und dann irgendwie für 99 Cent im Sale war. Habe ich, glaube ich, noch drei oder vier Töpfchen bei mir rumliegen, zum Glück, weil nämlich diese Farbe optimal zu meinen Augenbrauen passt. Ich bin zwar nicht blond und meine Augenbrauen, seht ihr, sind tendenziell auch eher dunkel. Aber dieser Ton von dieser Pomade passt perfekt zu meinen Augenbrauen. Das ist wirklich optimal, wenn ich die auftrage. Man sieht überhaupt nicht, dass ich irgendwie ein Produkt verwendet habe, weil sich das so toll in die Farbe der Augenbrauenhärchen einfügt. Sonst habe ich immer so ein bisschen das Problem, ist ein Ticken zu hell, zu dunkel, zu rötlich, zu bräunlich und so weiter. Die Farbe passt optimal. Deswegen freue ich mich, dass ich die halt auch mehrfach nachgekauft habe, weil ich jetzt noch länger daran Freude haben werde. Und die hält auch wirklich ewig. Die wäre auch wahrscheinlich noch eine Weile in Anwendung gewesen, die ist allerdings eingetrocknet, weil ich, wie lange hatte ich die jetzt in Anwendung, dieses Töpfchen? Monate? 3, 4, 5 Monate, so um den Dreh. Und ja, dann irgendwann ist halt fest geworden, ich konnte mit dem Pinsel da die Farbe nicht mehr so richtig rausbekommen. Deswegen habe ich sie jetzt sozusagen aussortiert, obwohl sie nicht richtig leer geworden ist. Ich meine, es ist unten schon so ein bisschen an den Boden angekommen, aber es ist ja noch Produkt drin. Deswegen ist es jetzt nicht komplett aufgebraucht, aber es ist halt angetrocknet. Ich habe jetzt schon die nächste Packung aufgemacht bei mir in Anwendung und hoffe, dass sie mindestens genauso lange hält. Ist auf jeden Fall ein absolutes Top-Produkt für mich, weil wie gesagt, es passt farblich optimal, hält auch wirklich gut. Ich habe ja so mein Augenbrauenritual, dass ich immer mit Augenbrauenpomade erstmal so ein bisschen die Lücken auffülle, meine Augenbrauen so ein bisschen ja in Form bringe, dass sie halt wirklich die Form haben, die ich auch mag. Und dann gehe ich halt einmal mit dem Fixiergel von Catrice durch und dann hält das wirklich auch den ganzen Tag bombenfest. Und das ist für mich so meine Augenbrauenroutine, die funktioniert und meiner Meinung nach auch ganz gut aussieht. Dann habe ich noch leer gemacht eine Handcreme von Shea mit Limette und Koriander. Hat mir wirklich gut gefallen, hat irgendwie fruchtig und würzig gerochen, hat meine Haut auch gut gepflegt und ich mag ja irgendwie die Shea-Produkte auch sehr, sehr gerne, weil man dann immer noch was Gutes tut. Also wenn man was kauft, dann hat man nicht nur ein gutes Produkt für sich, sondern kann auch noch irgendwie immer was unterstützen. Bei dieser Handcreme war es so, dass man ein Hygieneprodukt für einen Menschen in Not damit finanziert hat. Und das finde ich halt irgendwie immer gut, dass ich weiß, okay, jetzt habe ich nicht nur für mich was Gutes getan, sondern andere Menschen profitieren davon auch. Deswegen kaufe ich die immer mal wieder ganz gern, die Produkte von Shea. Und diese Handcreme war auch wirklich gut, würde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Nachkaufen würde und habe ich auch schon von Catrice die Mascara Pure Volume. Die gefällt mir so gut. Also die macht tolles Volumen, trennt die Wimpern optimal, lässt sie auch leicht wieder abschminken, klumpt nicht, macht keine Spinnenbeinwimpern. Also das ist für mich aktuell die beste Drogeriemascara auf dem Markt. Ich feiere die so hart. Die ist jetzt bei mir mal aussortiert worden, weil sie halt auch so gut wie leer ist. Und ich habe sie jetzt schon 4 Monate in Verwendung gehabt und alle paar Monate sollte man seine Mascara ja mal wechseln. Aber die habe ich mir auf jeden Fall schon nachgekauft und werde ich mir auch, solange es sie gibt, definitiv immer wieder nachkaufen. Gefällt mir mega gut. Also ganz, ganz tolle Mascara. Ich glaube, das ist auch für jeden irgendwie was, wenn man sagt, okay, ich will Länge, ich will Volumen, ich will keine verklebten Wimpern. Ich glaube, mit der hier kommt jeder gut klar. Also die kann ich euch wirklich empfehlen. Ganz, ganz, ganz tolle Mascara, die auch absolut an richtig teure mit rankommt. Es gibt ja verschiedene, die dann so um die 20 € kosten, die auch richtig, richtig, richtig gut sind. Aber wer will sie, die sich auch schon ständig leisten? Ne? Irgendwie gerade beim Produkt, dass man alle ein paar Monate wechseln soll, da überlegt man sich ja wirklich, ob man sich echt nur eine Mascara für 20 € kaufen soll. Bei einer Lidschattenpalette, die teilweise mehrere Jahre in Verwendung ist, ist ein bisschen was anderes. Da kann man schon sagen, hey, da gönne ich mir mal eine für den Preis. Aber bei Mascara denke ich mir auch, da reichen auch definitiv die aus der Drogerie. Und wenn die denn qualitativ auch noch so toll sind wie die von Catrice, da finde ich, kann man überhaupt nichts sagen. Also die kann ich euch echt empfehlen. Die ist mega, mega gut. Empfehlen kann ich euch auch von Pantene Pro V das Color Protect Color Seal Concentrate. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ich glaube, das wurde irgendwie
entweder neu gestaltet oder aussortiert. Ich habe es auf jeden Fall einmal im Sale bekommen für 1 Euro, die Tube. Und das feiere ich so hart. Also meine Haare, ihr wisst ja, ich färbe meine Haare immer rot, werden dadurch halt wirklich sehr, sehr gut gepflegt. Und die Farbe hält auch länger, wenn ich das verwende. Ist also ein ganz, ganz tolles Produkt, war dann halt auch mega günstig. Und ich komme mit, mit Spülungen, Conditioner, Masken und sonst weiteren Pflegeprodukten von Pantene auch sehr, sehr gut klar. Also ganz, ganz tolles Produkt, das für mich prima funktioniert hat. Und das kann ich euch auch empfehlen. Falls es ihr irgendwo seht, schlagt mal ruhig zu. Das kann also gerade bei gepflegten Haaren wirklich, bei gefärbten Haaren einen Pflegeunterschied machen. Das wollte ich sagen. Nicht unbedingt nachkaufen würde ich von L'Oreal Elnett das Haarspray. Ich bin auch froh, dass ich das nur in der kleinen Packung gekauft habe, einfach um es mal auszuprobieren. Ich hatte irgendwo mal gehört, dass es halt einfach einen super flexiblen Schwung in den Haaren behält. Tut es auch. Also ich sag mal, gegen den Halt in den Haaren kann ich bei diesem Haarspray nichts sagen, aber ich finde den Duft furchtbar. Also nee, oh. Ist gar nicht meins. Also irgendwie, wer diesen Duft mag, gerne schlag zu, dann habt ihr wirklich ein gutes Haarspray, das tollen Halt macht und eure Haare nicht verklebt und flexibel ist, sich gut ausbürsten lässt. Aber ich kann diesen Duft nicht ertragen und gerade meine Haare sind ja auch relativ nah an meiner Nase und wenn man die Haare so ein bisschen bewegt, dann verteilen sich Duftpartikel natürlich auch und das möchte ich einfach nicht. Nee, dieser Duft ist nicht meins. Deswegen würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Nachkaufen würde ich aber von Sundance, der Sonnenschutzreihe von DM, das Anti-Age Sonnenfluid mit Lichtschutzfaktor 50. Das hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Also erstaunlich sage ich, weil ich halt oft bei Sonnencremes das Problem habe, dass sich das nicht gut mit Make-up verträgt. Also dass es sich dann irgendwie abrollt und irgendwie, oder das Make-up verrutscht. Deswegen war ich angenehm überrascht, dass es bei diesem Sonnenfluid nicht passiert. Also man kann seine Haut nicht nur schützen, sondern das ist auch eine ganz gute Base für Make-up. Also ich hatte schon ein paar Sonnencremes, wo ich danach mich dann geschminkt habe und bemerkt habe, okay, das rutscht jetzt irgendwie ab, irgendwie das hält nicht optimal. Oder wenn man dann ein Produkt drüber macht, dann rollt sich das ab und dann hat man diese komischen kleinen Produktwürstchen auf der Haut. Passiert bei diesem Sonnenfluid nicht. Deswegen, falls ihr eure Haut schützen wollt und euch danach auch schminken wollt, ist das eine ziemlich gute Wahl. Deswegen würde ich mir nachkaufen. Nachkaufen würde ich mir auch von Lanka-Mädchen das Volume Boost Shampoo. Das habe ich erstmal in der kleinen Flasche ausprobiert, weil die Produkte von Lanka-Mädchen sind ja nicht ganz günstig. Deswegen denke ich mir, bevor ich mir jetzt irgendwie für, ich glaube 5,95 € kostet es normalerweise, eine große Flasche mitnehme und nachher gefällt es mir nicht, probiere ich lieber erstmal die kleine Version aus und das hat mir wirklich gut gefallen. Also hat wirklich schön Volumen in die Haare gegeben. Die Haare haben sich danach auch schön gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt angefühlt. Also das ist ein wirklich gutes Shampoo, würde ich mir nachkaufen. Auf jeden Fall nachkaufen werde ich mir den Skin Optimizer Under Eye Concealer von Rival Loves Me. Den habe ich mir, ich glaube, schon 5, 6 Mal gekauft. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall für mich unter den Augen aktuell der beste Drogerie-Concealer. Feiere ich hart, also lässt sich mega gut verteilen, ausblenden, mit einem Make-up-Schwämmchen einarbeiten und der passt einfach optimal zu meinem Hautton, also und deckt auch noch total gut Augenringe und ähnliche Verfärbungen ab, die man manchmal vielleicht unter den Augen hat, Augenschatten und ähnliches. Oder wenn man auch mal ein Pickelchen hat, kann man da auch ein bisschen was drauf machen und wird super gut abgedeckt. Also absolutes Top-Produkt, ist auch echt mega günstig. Ich glaube 2,50 € um den Dreh kostet das oder 2,99 €, auf jeden Fall unter 3 € dafür, dass der halt so gut funktioniert. Also kann man bei dem Produkt absolut nichts sagen. Von Riva Loves Me, eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, kann ich euch also auch empfehlen. Also gibt es auch in mehreren Farbtönen, leider nicht allzu viele. In der Drogerie gibt es ja meistens nur 3 oder 4 Farbtöne. Aber falls ihr einen ähnlichen Hautton habt wie ich, werdet ihr da bestimmt was Tolles finden. Und der funktioniert, wie gesagt, mega gut und ist krass günstig. Günstig und gut funktionierend ist auch von Isana dieses Produkt, die Beauty Drops mit Niacinamid. Hat mir nicht ganz so gut gefallen wie das Niacinamid Serum von Balea, aber hat trotzdem gut funktioniert. Ich mag ja Niacinamid Serum sehr, sehr gerne, verwende ich morgens immer und abends meistens noch ein anderes Serum, meistens mit Hyaluronsäure. Ist für mich eine gute Hautpflegeroutine und das hat gut funktioniert. Also war,
Also würde ich knapp unter dem von Balea einordnen und am allerbesten hat mir das Niacinamid Serum von Salted gefallen. Aber es ist trotzdem ein ziemlich gutes Serum und gerade zum Drogeriepreis kann man dazu auch wirklich nichts sagen. Wenn ihr irgendwie ein bisschen Probleme habt mit unreiner Haut oder irgendwie Unterlagerungen, Pickelchen und so weiter, probiert mal über einen längeren Zeitraum Niacinamid Serien aus. Also bei mir hat das wirklich krass geholfen. Ich hatte ja immer mal wieder Probleme mit irgendwie unreiner Haut und seitdem ich Niacinamid-Serien oder auch Tuchmasken verwende, funktioniert. Also ich habe so gute Haut wie seit Jahren nicht. Also ich wünschte, ich hätte diesen Stoff schon gekannt, irgendwie als ich gerade früher richtig Probleme mit Hautunreinheiten hatte. Ich glaube, das hätte mir richtig geholfen. Aber ich verwende das einfach regelmäßig und seitdem ist meine Haut super klar, super strahlend. Also Niacinamid, kleines Wundermittel bei unreiner Haut. Das letzte Produkt, das ich euch heute zeigen möchte, ist ein Serum von Christian Breton, das ich auch leer gemacht habe, ist das Lift Flash Serum. Ich sollte immer erst ein Wort zu Ende sprechen, bevor ich das nächste anfange. Das hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Es war so ein bisschen klebrig, so wie wie Hyaluronsäure-Serum. Aber insgesamt hat mir das schon ganz gut gefallen. Ich hatte jetzt irgendwie nicht den Eindruck, dass es irgendwie einen krassen Effekt hatte, wie zum Beispiel Niacinamid, wo ich ja wirklich einen großen Unterschied gespürt habe. Es war insgesamt einfach ein schönes Hautpflegeserum. Deswegen, ja, ich würde es mir schon nachkaufen, aber inzwischen habe ich denn doch irgendwie bei Serien den ein oder anderen Favoriten, den ich eher vorziehen würde. Aber insgesamt kann ich nicht meckern über das Serum. Hat funktioniert, meine Haut hat nicht negativ reagiert, hat sich gepflegt angefühlt. Insgesamt solides, gutes Produkt. Ja, das waren die Sachen, die ich in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten aufgebraucht habe und euch natürlich schildern wollte, wie mir die Produkte gefallen haben. Ich hoffe, ich habe vielleicht den einen oder anderen guten Tipp für euch gehabt. Ja, wie hat es euch gefallen? Kennt ihr die Produkte? Wie würdet ihr sie einschätzen? Habt ihr andere Erfahrungen gemacht als ich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auch schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, eure Ramis.